Herzlich willkommen auf dem Weg nach Kopenhagen. Mein Name ist Ralf und das Folgende erwartet euch jetzt. Am 27. August 2023 habe ich mich in den frühen Morgenstunden mit meinem Auto auf den Weg in Richtung Kopenhagen gemacht. Nach über 4 Jahren hat es mich mal wieder ins Ausland gezogen und dies gleich mit strahlendem Sonnenschein begleitet. Nach gut 4 Stunden bin ich dann bei Lübeck von der Autobahn gefahren, um mir mein Mittagessen zu genehmigen. Die Lokalität zum Essen hatte ich mir bereits im Vorfeld meiner Planungen herausgesucht. Es gibt frisch zubereitete Sandwiches, so wie man es gerne haben möchte. Frisch gestärkt ging es dann für mich weiter nach Puttgarten zur Fährüberfahrt nach Dänemark. Am Fähranleger angekommen, ging es für mich in die blaue Spur. Diese wird von allen Fahrzeugen genommen, dessen Fahrzeuglänge nicht länger als 6 Meter ist. Ich empfehle auf jeden Fall die Vorabbuchung, so geht dann vor Ort alles viel schneller. Mit dem Flex-Ticket ist man am flexibelsten. Hiermit kann sofort die nächste freie Abfahrt genommen werden. Jetzt heißt es einreihen in die VIP-Spur, welche für alle Kunden des Flex-Tickets vorgesehen ist.
Diese Spur ist auf jeden Fall von Vorteil, was sich besonders bei meiner Rückreise gezeigt hat. Die Fähre war kurz vor dem Ablegen und die nächste Fähre wäre erst wieder in einer Dreiviertelstunde abgefahren. Prompt in die Spur gefahren und man hat mich noch direkt auf die Fähre fahren lassen. Parken vom Fahrzeug auf dem Deck und dann ging es hoch auf die Passagierdecks. Kaum 5 Minuten auf dem Schiff gewesen und schon hieß es Line los und Abfahrt. Auf dem mittleren Passagierdeck sind allerlei Geschäfte, Essensmöglichkeiten und sogar eine kleine Spielhalle untergebracht. Es werden einem auch reichlich Sitzgelegenheiten geboten. Die Treppe hinauf geht es zum oberen Passagierdeck. Hier gibt es auch noch ein paar Sitzgelegenheiten und man kommt nach draußen auf die Außendecks. Draußen kann man sich dann den ordentlich pfeifenden Wind um die Nase wehen lassen und auch die vorbeifahrenden anderen Schiffe und Fähren bestaunen. Nach gut 45 Minuten bin ich dann mit der Fähre in Rødby angekommen und es hieß dann wieder runter von der Fähre. Noch durch einen kleinen Polizeicheck hindurch. Wurde hier nicht angehalten und schon kann es weitergehen.
Nach knapp 2 Stunden bin ich dann endlich im Stadtgebiet von Kopenhagen angekommen und der Endspurt zum Hotel hat begonnen. Endlich bin ich im Parkhaus am Hotel angekommen. Bei dem Parkhaus gibt es noch eine Besonderheit: Bei der Einfahrt wird automatisch das Autokennzeichen fotografiert. Wenn man dann nachher vor der Ausfahrt aus dem Parkhaus am Automaten bezahlen will, gibt man nur sein Kennzeichen ein und es wird automatisch der zu zahlende Betrag angezeigt. Bezahlung dann aber nur mit Karte möglich. Im nächsten Video stelle ich euch dann das Hotel näher vor, welches ich mir in Kopenhagen gebucht habe.